Na, endlich mal. Nicht sicher, was ich hier mache, um ehrlich zu sein. Außer meinen Damage komplett aufzuteilen. Aber irgendeinen Sinn wird es schon haben. Spoiler, es hatte doch keinen Sinn. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe einfach gerade irgendwelche... Ich meine, ich kann es jetzt so aussehen lassen, als wäre das geplant gewesen, aber das ist einfach nur Glück. Ich habe gerade wirklich nicht darüber nachgedacht, was ich eigentlich gerade mache. Wollen wir dich gleich umbringen? Na, du warst eigentlich eh schon dran. Könnte ich mit Judgment umbringen und mich selbst heilen. Na bitte. Stun Resist 83, sind also knappe 60%. Naja. So, das verschiebt, glaube ich. Nein, es stunt, okay. Aber es hätte ihn auch noch hinten geschoben. Gut. As victories mount, so too will resistance. So, dann schmeißen wir das mal und nehmen das Gold. It is slightly ajar. Okay, lassen wir dich das mal aufmachen. Hidden Treasures. Hey, ich kann nichts von all dem Zeug tragen. Okay. Schmeißen wir Holy Waters und nehmen wir die Deeds mit. Gut, und ich glaube, jetzt rasten wir mal. Außer dieser Raum ist leer. Nein, ist er nicht. Nein, okay. Dann rasten wir hier. A moment of respite. Essen mal ein bisschen. Gut. Also sie nimmt doch deutlich mehr Stress als alle anderen. Ich glaube, wir fangen mal an mit Sellers Speech, oder? Das ist es auf jeden Fall mal wert. So, Chant brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wound Care. Okay, du Wound Carest ihn, du Wound Carest. Eigentlich auch ihn. Na, bauen wir lieber Stresser. Okay. Gut, und dann hoffen wir auf keinen Ambush, keinen Ambush, keinen Ambush. Wir haben außerdem in Other News viel zu viele Fackeln mit. Aber das habe ich sowieso immer. So, du gehörst außerdem nach hinten. Du hast ja gar nichts verloren. Und weil wir so viele Fackeln mit haben, holen wir uns gleich noch ein paar mehr. Iha. Naja. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Oh, General. Und wie heißen die auf Level 5? Sharpshooter. Okay. Gut, schauen wir, ob wir den hinteren Bone Sharpshooter umbringen, bevor er dran ist. Na, so viel zu diesem Plan. Ein Crit mit 18 ist wirklich nicht so schlimm. Das ist vom Damage her eigentlich. So, ich glaube, wir konzentrieren uns auf den. God damn it. Hi. Was war das denn? Wow. A singular strike. Nein, der einzige Vorteil ist, dass der hinten steht. Das ist eigentlich zum ersten Mal in diesem Spiel ein Vorteil. Aber irgendwie nehmen wir hier gerade einen Shitload an Schaden. Was ist denn los mit dir, General? Holy shit. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Ja, du bist eindeutig das Ziel hier. Stunning Blow? Nein, keine Zeit für Stunning Blow.
Ein richtiges Scheißproblem kriege ich natürlich, wenn der weiterhin die Vestal runterschießt. Ja, wenn irgendjemand von euch mal critten will, du, ich habe Cavalry damit. Puh. Oh, komm schon. Na, bitte. Ja, das wird kacke. A hand's breadth from becoming unwound. The bigger the beast, the greater the glory. So, wir sollten dich stunnen, oder? Ja, okay. Puh. Gut, dass wir nochmal mit ihr dran sind. Aber trotzdem war das alles in allem ziemlich beschissen. Wow, all diese Bast. Das sind die vier, also schmeißen wir die mal, nehmen dafür sechs Dinger mit. Ja, das war hart, das war mehr als hart. Das ist natürlich auch nochmal ganz super beschissen. Ja, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob wir diesen Run wirklich durchziehen werden. Okay, schmeißen wir mal die restlichen Schlüssel. In Radiance may we find victory. Okay, 100 Licht. Es wird vermutlich von diesem Kampf abhängen, ob wir bis zum Ende durchgehen oder nicht. Und es schaut leider mit zwei Sharpshootern nach ziemlich viel Schaden aus. Hm. Ich meine, das ist ein guter Anfang. Aber ich weiß nicht, ob gut genug. Ja, der beicht halt wirklich gar nichts mehr aus, seit ich ihm die Holy Order angelegt habe. Okay, alles was schon mal kein Crit ist, ist gut in diesem Fall. Hm. Ich fürchte, wir können das nicht durchziehen. Sind zu viele Leute zu low. Falls diese Truhe nicht zufällig voll mit Food ist, werden wir das glaube ich nicht machen können. Wow, noch ein Crit sogar. Nein, ich glaube, es wird Zeit, alles über Bord zu werfen. Und sich einfach nur noch die Taschen vollzuräumen mit Zeug. Gut, also dann verhauen wir noch das restliche Essen. Naja, nein, das ist nicht mal irgendwie genug. Okay, wollen wir Büsten oder Schilde? Ich glaube, Büsten sind nutzlos. Okay, wir können ja noch weitergehen in den nächsten Raum. Der ist ja zum Glück leer.
Aber trotzdem fürchte ich, dass es das gewesen sein wird. Es sind zwei kleine Fights auf dem Weg dorthin. Kleine Fights sind meistens... Oh, ich habe alle Fackeln weggeworfen. Ups. Okay, ja, dann ist es ziemlich sicher zu Ende. Ja, wenigstens noch ein paar rausgeholt. Ja, ich glaube, es wird Zeit abzuhauen. Wir nehmen zwar alle ordentlich viel Stress dafür, aber soll sein. Evil is timeless after all. Ja. Antiklimatisch, sehr, sehr antiklimatisch einfach zu gehen. Aber holy shit, diese ganzen Heirlooms. Und ich bin mir sicher, der Necromancer Lord wäre nicht so schlimm gewesen, gerade nicht mit dieser Gruppe, die wir haben, die eigentlich schon sehr, sehr stark ist. Aber einfach nur dieser unglaubliche Damage von den Bone Generals, der war wirklich schlimm. Okay, ja, das sind ein paar Crests. So. Stimmt, ihr kriegt ja keine XP mehr. Ah, man kriegt sowieso keine XP. Ja, derp. Dyspomania, Cravings for Alcohol, Bloodthirsty und Fated. Ja, ich sollte euch vermutlich alle jetzt mal live streamen. I was lord of this place before the crows and rats were unable to stop the necromancer. Ja, ich glaube, das hört sich nach einem guten Plan an. Dass wir es am Montag im Livestream machen. So, will not take part in prayer. Du brauchst es eigentlich nicht, aber trotzdem. Ich werde dich trotzdem irgendwo hinschicken. Du bist ein... Ja, du bist ein Informant, aber das brauchst du nicht. So, so wichtig ist es nicht. Du trinkst nur noch. Und du trinkst auch nur noch. Okay, perfekt. Da könnten wir noch die Gemälde verbrutzeln, aber brauchen wir nicht. So, Peaceful Meditation und Pray to a Higher Power. Passt und passt. So, du brauchst Büsten, aber ich glaube, die Büsten will ich mir eher aufheben. Ich meine, naja. Sanitarium braucht halt 72 für den letzten Slot. Mal schauen, ob es mir das jemals wert sein wird. So, wir haben 15 Deeds übrig. Ich glaube, die können wir wirklich nur noch da reinbuttern. Oh hey, ein Seeker Highwayman als Ersatz für meinen toten Highwayman. Elusive? Evasive? Persistent? Den könnten wir fast mal ein bisschen in Richtung Nahkämpfer bauen, zur Abwechslung. Würde mich interessieren, was er sonst noch drauf hat. So, wir haben 66 Shields, wir könnten das ausbauen, aber eher zieht es mich, glaube ich, zum Nomad Wagon. Könnten wir das Zeug billiger machen. Und ich muss sagen, im Durchschnitt kaufe ich doch alle 4 Wochen irgendwas. Okay. Sunring. Ja, ist ziemlich nice. Ja, ich glaube, den werden wir kaufen. So, wer von euch hat noch einen Slot frei, um was zu tragen? Was trägst du? Okay, ja, dein Dodge-Wert ist halt wirklich zum Scheißen, seit ich dir die Holy Orders gegeben habe. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das ein guter Deal war. Ich glaube, ich werde dir stattdessen den Damage-Bonus geben. Ja. Fällt mir wesentlich besser. Minus 10% von einem Quirk. Ja, wir könnten natürlich auch noch Quirks heilen lassen, aber ist dann vielleicht schon ein bisschen viel. Okay, also, das war ein nicht ganz super erfolgreicher Versuch, den Necromancer Lord anzugehen, aber wie gesagt, wir werden es am Montag nachholen. Oh fuck, jetzt habe ich den Nomad Wagon nicht ausgebaut, bevor ich das Teil gekauft habe. Derp. Naja. Passiert, haben wir wenigstens noch Crest über. Gut.
Das heißt, ich werde vermutlich bis Montag schauen, dass ich den Rest auch noch freischalte. Und dann im Livestream am Montag werden wir auf... Oh cool! Man kann quasi den 1er-Boss nochmal machen. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich cool. Das könnten wir fast mit einer kleinen Gruppe mal zwischendurch machen. Nice. Also ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich möglichst viele Bosse freischalte. Und dann werden wir uns am Montag im Livestream den Necromancer Lord reinziehen. Und hoffentlich weghauen. OBS hat eine Funktion, wo man streamen und recorden kann. Also das sollte kein Problem sein. Ich werde es dann auch sicher auf YouTube hauen können. Auf jeden Fall war es das für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.